Servus, ich bin der Alexander Blocher. Ich spiele bei der SG Bruchköbel in der Verbandsliga Süd als Innenverteidiger Fußball. Ich bin 25 Jahre alt. Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Eigentlich über meinen Vater. Meine Familie komplett fußballbegeistert. Der hat mich schon als kleiner Junge mit auf den Sportplatz genommen. Hab in der C-Jugend dann entschieden, dass es für mich vielleicht mal in eine höherklassige Richtung geht. Bin dann in die Jugend zu VfR Kesselstadt, hier nach Hanau. Dann weiter nach Alzenau. Hab dort meine komplette letzte Jugendzeit absolviert eigentlich. Im Seniorenbereich dann erstmalig dort auch Fuß gefasst. Im Anschluss ging es nach Bruchköbel, von dort nach Aschaffenburg zu Viktoria. Und jetzt bin ich wieder zurück bei meinem etatmäßigen Verein, der SG Bruchköbel, nachdem ich ein Jahr lang in Freiburg komplette Fußballabstinenz hatte. Ich glaube, dass ich eine ganz gute Ruhe am Ball habe eigentlich mittlerweile. Das habe ich mir so angeeignet. Kann ganz gute Diagonalbälle spielen, will ich mal behaupten. Da kommt ab und an auch mal einer an. Aufgrund meiner Größe relativ gutes Kopfballspiel, zumindest in der Defensive. Offensiv könnte es definitiv noch ein bisschen besser sein. Wenn ich mal ein Ding mache, dann meistens mit meinen Füßen. Da bin ich dann noch ein bisschen besser, ein bisschen stärker. Defensiv funktioniert es gut im Kopfballspiel, aber offensiv ist das noch Kreisklasse-Niveau. Was ich mir noch aneignen muss, ist ja, diese Führungsqualitäten. Da muss noch ein bisschen mehr kommen als Kapitän jetzt. Aber es ist ein Lernprozess und ich hoffe, dass das besser wird. Ich habe von hinten raus immer gern die Mannschaft so ein bisschen geführt. Jetzt mit der Binde am Arm macht für mich keinen Unterschied. Ich stelle mich da absolut mit der Mannschaft gleich. Sehe mich nicht in irgendeinem höheren Amt oder sowas. Für mich gilt es eigentlich nur den jungen Spielern, so den ganz, ganz jungen. Ich rede da wirklich von 18-, 19-Jährigen, die bei uns im Seniorenbereich spielen. So ein paar Tricks zumindest mit an die Hand zu geben. Ein, zwei Erfahrungen habe ich schon gesammelt. Ja, beruflich bzw. studientechnisch studiere ich an der TU Darmstadt Sportmanagement. Nicht, weil ich da unbedingt meine Zukunft drin sehe, sondern eher, weil ich mich selbstständig machen möchte und hoffe, dass ich da BWL, wirtschaftswissenschaftlich, einiges mitnehmen kann. Selbstständig im Bereich gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil, Sport, das gehört einfach zu meinem Alltag. Da möchte ich mich auch später definitiv verwirklichen. Da sind Projekte parallel am Laufen zum Studium und da setze ich mich extrem für ein. Freizeitgestaltung dreht sich auch viel um Sport, ob ich mit Freunden Basketball spielen gehe, bouldern, ab und zu mein Stimmen, das gehört auch dazu, sich auspowern, genauso wie Filme. Ja, Filme sind meine absolute Leidenschaft, einmal die Woche im Kino, das ist schon drin, manchmal sogar auch alleine, wenn keiner mit in den Film gehen will, ja, da stehe ich auch zu. Vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren hat sich das bei mir entwickelt, dass ich des Öfteren auch mal auf meinen Vater höre, ja, auch gerne mal seinen Rat zu bestimmten Dingen mir einhole. Ansonsten ganz, ganz wichtig zum stressigen Alltag, auch zu manchen Situationen, dass man Freunde und auch den Partner hat, bei dem man abschalten kann, runterkommen kann. Und deswegen hat das eine ganz, ganz große Bedeutung, definitiv. Ja? Familie, Freunde, Partner. Das gehört zu einem ausgeglichenen Leben dazu.